Hallo Leute, Moonside macht mich schon etwas crazy. Ja, wie alle Bewohner hier total crazy sind, werde ich jetzt auch langsam verrückt. So, wir haben jetzt hier mit lauter Leuten immer gequatscht, die uns ja eigentlich immer durch die Gegend schleudern, aber das hat nichts gebracht und deswegen schnell wieder zurück. Ich hoffe, ich komme hier irgendwie weiter jetzt endlich mal. Ah, okay, ja. Ja, ich bin ja auch... Ja, vielleicht habe ich jetzt doch richtig neu gefunden. Okay, okay. Ein Handbag-Strap. Was ist denn das? Handbag? Eine Handtasche? Handbag-Strap. Wenn es benutzt wird, während eines Kampfes, nimmt der Gegner genug Schaden, um für eine kurze Weile zu bewegen. Ah, okay. So, okay, warte mal, dann werde ich erstmal ganz kurz, damit ich wieder ein bisschen was im Lager habe, erstmal einen Doppelburger verdrücken. Und zwar benutzen für Jeff. So. Thompson. So, ausgemaxt und Ness holt sie auch nochmal einen hinter. Schön hier alles snacken. Thompson. So, okay. So, hoffentlich ist das jetzt hier nicht auch nur wieder für eine Truhe, weil da ist noch so ein Typ, der uns hier hin und her kickt. Aber ich glaube ja... Mann, wie komme ich denn da an dieses Moonside-Ding da hin? In dieses Gebäude, aber ich... Sind doch da unsichtbare Wände, das ist ja total komisch. Ich spioniere mit meinem kleinen Auge. Alakazam! Ich sehe ein Land im Sommer und einen großen silbernen Ball. Du bist verbrannt, aber du bist glücklich. Dir geht's gut. Das ist, was ich sehe. What the fuck? Okay, nochmal eine komische Dali-Uhr kaputt machen. Und dann hoffentlich bin ich hier richtig, weil hier ist auch bloß wieder ein Typ zum Anquatschen. Oh, die war aber schnell down. Hier ist jetzt auch bloß ein Typ zum Anquatschen, der uns wieder durch die Gegend kickt. Aber mit dem will ich erstmal nur im letzten Moment reden. Ja, war das hier Opus wieder für ein Geschenk? Ich will hier auf die Straße, da will ich hin, guck mal da. Da ist diese komische Money-Money-Statue, aber ich komme hier nicht hin. Und ich habe echt große Angst, dass der Typ uns wieder zurückkickt und wo ich gar nicht hin will. Deswegen nochmal ganz kurz alles hier nochmal angucken. Aber es geht, das kannst du vergessen, hier geht es nirgendwo lang. Hier ist bloß ein Geschenk und diese komische alte Troller hier. Und jetzt ist der Typ weg. Der Typ ist weg! Okay, oh, da ist er. Versteckt sich voll. Hallo. Und tschüss. Komm schon. Wo bin ich? Ja, okay. Cool, ich bin da. Oh, ist das geil. So, kurz mal hier mit ihm quatschen. Wieder ein Geschenk öffnen. Ah, sehr schön. Das heilt uns ja. So, wer sind Sie? Hallo. Nein! Nein! Soll ich? Nein. Ah, willkommen zu Moonside. Willkommen zu Moonside. Oh. Gott sei Dank, Alter, das ist so ein fieser Sack, ey. Ich bin hier immer noch falsch. Okay, also ich komme immer noch nicht hin zu dem euren Ding. Was sind Sie hier für eine Alte? Bevor die Suppe kalt wird, musst du auf Money Money aufpassen. Bevor das Messer rostig wird, müssen wir auf Money Money aufpassen. Was ist hier los, Mann? Was sind hier nur für komische Leute? Und hier geht's immer noch nicht weiter. Muss ich doch mit dem Typen reden. Ah, das ist ein anderer, vielleicht. Oder ich geh erstmal hier hoch. Erstmal nochmal schön. Hier geht's. Nee, kannst du vergessen. Oh, guck mal da. Da ist eine Tür oben auf dem Haus. Aber hier geht's nicht weiter. Doch, hier geht's weiter. Nee. Kannst du vergessen. Alles blockiert. Da muss ich doch den Typen hier anquatschen. Also ich hab Angst. Ich hab Angst, dass der mich jetzt wieder komplett zum Anfang basht oder so. Das wäre so scheiße. Aber hier geht's noch so weiter. Ich muss mit ihm reden. So, hallo und goodbye. Soll ich? Ja, bitte mach. Na dann. Tschüss, Mann. Und. Aha! Huh, ein schwarzer Schatten! Oh Gott, Mr. T! Ich bin gerade ziemlich beschäftigt, Mann. Ich habe gar keine Zeit, mit dir zu reden. Wenn du was brauchst, rede mit meinem Partner. Er ist da drüben. Kannst du ihn sehen? Du meinst, du kannst ihn nicht sehen? Doch, hier ist ein unsichtbarer Schatten. Hallo? Kannst du mich sehen? Ja. Ah, du kannst? Du bist ein echter Moonsideianer geworden, oder? Ja, hallo? Okay, Leute, ich glaube, wir sind drin. Wir sind tatsächlich drin in dem Gebäude. Aber ich, Mann, kannst du mich sehen? Nein. Haha, du kannst nicht? Dann bist du nicht von hier. Hehehe. Es geht jetzt schon voran, oder was? Hier ist dein Hut. Was ist deine... Warum bist du so eilig? Warum bist du so eilig? Hä? Was bist du für ein Spinner? Was ist hier? Ich will hier raus. What the? Sieht das aus wie eine Tür? Du würdest hier keine finden. So, geh aus meinem Face, du Loser. Ich habe keine Ambition, hier Leute zu unterbrechen, während ich hier verschiedene Sachen mache. Nein, da riecht mir jetzt im Hotel. Was ist denn passiert? Yeah, it's-a me, Mario. Du kannst mich sehen, oder?
da ist irgendwas Interessantes über was ich, da ist irgendwas Interessantes über dich, so werde ich dir nun folgen. Mach dir keine Sorgen. Wenn du in einen Kampf gehst, werde ich fernbleiben. Okay, uns folgt jetzt so ein komischer Typ. Dieser komische Geist oder was? Und ich bin echt wieder im Hotel. Hey, du kannst mich nicht sehen, oder? Nee, du bist bestimmt an der Wand dran, du aller Sack. Ich glaube, ich speichere mal. So, okay. Alles klar. Wir haben einen ersten Schritt getan. Wir haben so viel Kohle. Und Jeff ist bald ein neues Level. So, speichern. Okay, mal gucken, was der Typ uns jetzt bringt. Vielleicht können wir jetzt einfach durch die ganzen schwarzen Wände durch und einfach so uns hier frei bewegen. Aber ich bezweifle es irgendwie. Naja, wir schauen mal. So. Hey! Wünschst du dir nicht auch, dass du einen Goldzahn hättest wie ich? Gib mir ein Lächeln. Alter, was ist denn los, Mann? Warte, der Goldzahn, ist das der Typ? Lächel, lächel. Yo! Denkst du nicht, meine Augenbrauen rocken? Das ist der Typ. Das ist der Typ, der den Platz blockiert hat. Los, check sie mal aus. Los, check sie mal aus. Sie sind verbunden. Mann. Monobraue. So, dann muss der Typ hier irgendwo sein. Der Typ, der uns hier blockiert hat. Wo war der? Oh mein Gott. Folgt uns erstmal Mr. Augenbraue. So, okay. Vielleicht ist es Rock Lee. Nein, der hat keine zusammengewachsenen Augenbrauen. Oh, oh. Autsch. Alter, das finde ich irgendwie lustig. Dass er so ein Typ ist und so. Hier wird hier ganz komisch in einen Raum in den nächsten geslasht und so. Ist aber schon komisch, ey. So, Jeff ist Level 37. Und nur 2 HP. Mehr kriegt er nicht. Was ist denn das? So, wo ist hier Mr. Monobraue? Wo ist er? Hier, wir sind immer... Hier ist er... Da! Du bist es doch, der uns hier verfolgt, oder nicht? Die Manimani-Statue ist da! Hussa! Oh, du hast mich wirklich überrascht! Du bist der Mann, dessen Augenbrauen miteinander verbunden sind, Mann, und mit dem Goldzahn! Wie wär's, wenn du diese Kinder einfach wegschmeißt und was zu trinken mit mir gehst? Okay, hä? Hat nicht der Typ... Leute, wir sind auf jeden Fall... Wir sind drin. Sehr geil. Gott, oh Gott, oh Gott. So, war hier noch irgendwas? Nee, ne? Okay. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Auf jeden Fall habe ich so weit verstanden, dass es mich hierher geführt hat. Ich habe die Hinweise schon gelesen, aber irgendwie keinen Plan. So. Tu mir bitte nichts. Ich bin nicht von... Ich bin nicht Monotoli. Ach so. Er ist einfach verschwunden. Was zur Hölle? So. Es ist eine goldene Statue, die du schon mal gesehen hast zuvor. Oh nein! Alter, die... Böse Mann, der böse Mani Mani greift an. Okay. Was kann ich da tun? Was kann ich tun? Ich glaube, ich heile mich erstmal. Um 100, reicht aus. So. Und Jeff, du wirst mal eine Superbombe. So, warte, gut. Werf mal schöne Superbombe hier hin. So. Okay. Sweet. Nice. Oh oh. Nicht, nein. Ich Psi Magnet. Oh, ha. Du Trottel. Und, oh, Superbomb. So, okay, Ness, greif mal an. Du spionierst sie mal aus. Okay, Alter, ist sehr stark. Oh, ach du Scheiße. Und der hat keine Schwächen. Oh mein Gott. Aua. So, ja, Ness, ich würde dann, dass Ness weiter angreift, aber ich probiere mal kurz. Einmal kann ich das machen. So. Da muss ich den Rest fürs Heilen aufheben. Wow, wow. So, ja, dann zieht doch schön was ab hier. Zack. Oh Gott, der arme Jeff kann nichts machen. So, okay, Ness greift an. Du, Jeff, machst mal das Verteidigungsspray. Oder ein Shieldkiller. Ach nee, der hat ja kein Schild. Mach mal hier Defense Spray auf Ness. So. 99 Damage reicht auch wieder aus. So. 5 Verteidigung mehr. Aua. So, los, Ness, greif an. Das war nochmal normalen Verteidigungsspray. Obwohl der Typ ja nicht so stark ist, aber trotzdem. Achso. Jetzt kann ich bloß einmal einsetzen? Seriously? Okay, dann machen wir das hier. Die. Und eine Tasche da. Alter. Oh, es hat nicht geklappt. Verdammt. Oh nein, nicht Paralyse. Oh nein. Oh, hat nicht geklappt. Gut, okay. Was hat der Ness hier noch so schönet? Sudden Gut Pills, die mag ich jetzt mal. So. Kriegt Ness erstmal schön einen Boost.
Und du machst jetzt mal, Proteindrink? Proteindrink. Oh, ruf Ness. So, okay. Zack. Alles klar. Schön geheilt. Oh, 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 oh. So, und Sudden Gutpilz. Yes! Wow! Jetzt geht's ab, Alter. Jetzt holen wir mal richtig in die Fresse hier. Los! Kein Smash, verdammt. Oh, nicht schon wieder. Nein, bitte nicht mich blockieren. Bitte jetzt nicht, Ness. Oh, oh. Komm, Ness. Smash! Daneben. Oh, oh. Au, jetzt was kommt schon, Ness? Smash! Nein, er hat nicht gesmashed. Oh, oh. Sweet. Ey, ich will jetzt nicht sterben, ey. Ich hab keinen Bock, dass ich denn wieder alles normal machen muss. Was? Do nothing? Ich wollte jetzt gar nicht do nothing machen. Verdammt. Aua. Okay, warte mal, was konnte ich denn bei... So, NS kann nur angreifen. Spy. Na, ich würde ja einen Defend machen, aber geht nicht. Aber machen wir einfach mal Spy. Weil, wie fällt das viel aus? Ja! Ja! Da geht er down. Yes! Gewonnen. Okay, Alter, 14.000 Erfahrungspunkte wieder. So. Die Manimani-Statue war eigentlich ein Gerät, was Illusion erschaffen hatte. Okay, das Illusionsgerät ist zerstört worden. Ach du Scheiße. Okay, ist Jeff jetzt immer noch so... Oh, Jeff ist immer noch so down. Er ist ein Numb, ne? Warte mal, muss ich mal gucken, was das macht. Was ist denn nochmal... Was macht er nochmal das hier alles weg? Cold, Sleep Condition, Poison, Nausea, Feeling Strange. Ist das Nausea? Ah, er ist paralysiert. Ah, okay. Heilt hier irgendwas Paralyse? Ich hab keine Ahnung, Mann. So kann der Nächste, so kann er jetzt hier Dings nicht die ganze Zeit bleiben. Der arme Jeff. So, lass mal ganz kurz nochmal gucken, was die Paralyse heilt. Ich glaube, da habe ich aber noch nichts von. Nee. Schade. Na gut, dann müssen wir weitergehen. Die ist jetzt echt kaputt. Ja, okay. Krass, wo bin ich denn jetzt? Bin ich jetzt einfach im Hinterzimmer von der Bar? So. Oh, du rennst da hier rum in einem Warenhaus. Ist ja krass, Mann. Siehst ganz schön komisch aus. Hast du gerade einen Tagtraum gehabt? Alter, was für ein, ey. Den krassesten Tagtraum von allen. Okay, aber das war's schon mit Moonside? Krass. Oh. Hallo, hier ist das Apple Kid. Oh, Apple Kid, unser Freund. Ich bin mit einer neuen Erfindung an den Start gegangen, Mann. Ja, sie hat großes Potenzial. May, vielleicht aber auch nicht, aber egal. Sie nennt sich Gourmet-Joghurt-Maschine. Es macht viele verschiedene Geschmacksrichtungen von Joghurt. Okay, das einzige Problem ist, gerade jetzt, es kann nur den Trutgeschmack Joghurt, keine Ahnung, was Trut ist, irgendeinen anderen Geschmack. So habe ich die Maschine erstmal via Excargo-Press liefern lassen. Es kommt Neglected Glass. Okay, also es kommt also ziemlich schnell. Also, hoffentlich bis bald. Tschüss. Kaboom! Ups, ich habe... I have got some problems. Okay. Er hat ein paar Probleme, die er erstmal um sich kümmern muss. So, Alter, Mister, was war das denn? Was? Mister Gertrude Montoni, kommt ihr oft her? Nee. Okay, die haben immer noch dasselbe. Okay, aber war diese olle Money-Money-Statue? Was soll das denn? Oh, ein Affe. Was zur Hölle? Okay, mal. Ich bin nicht der Liefermann. Ich kann mich erinnern, dass wir uns schon mal getroffen haben. Ich kann mich nicht daran erinnern. Ach ja, Talarama hat gerade sein Fasting fertig gemacht. Und now, jetzt möchte er... Ah, dieser Typ, der in der Wüste meditiert hat. Okay. Ja, genau. Er ist im Westen der Wüste, Mann. In einer Höhle mit vielen Affen. Okay, Mann. Ich benutze meine Teleportation. Tschüss. Was zur Hölle? Was geht hier ab? Alter! Was ist denn hier los? Crash! Ups! Ups! Hallo! Hier ist der Excargo Express, die Oberklasse. So, hier, Mann. Ich komme gerade von der Wüste her. Da war dieser komische Typ. Und er hat mir erzählt über eine Höhle mit vielen Affen.
Oder waren es Orang-Utans? Ach, keine Ahnung. Er hat gesagt, ich hab's vergessen. Tja, ich hab's vergessen. Also, ich vergesse ziemlich viele Sachen, also die ich auch nicht liefern soll. Naja, ich glaube, es ist eine komische Maschine, die welche Joghurts macht. Naja, ich hab sie... Was? Ich hab sie in der Wüste vergessen. Ich gehe jetzt nicht zurück, also... Frag mich bloß nicht, wo das ist. Ich meine, es ist dein Paket, oder? Also, los, du holst es dir jetzt. Geh los und hol's dir. Vielleicht, ist vielleicht, what? Maybe that thing? Einfach. Ja, vielleicht das, was ich vergessen habe, ist vielleicht wichtig für dich. Also, tschüss, viel Spaß in der Wüste. Ey, was ist das für ein Arsch? Wer kommt denn da jetzt? Hallo! Ich habe gehört, dass du über den Flavor-Joghurt geredet hast. Ich bin eine Maid, die Mr. Monotoli dient. Und ich suche nach einem Joghurt, um ihn für unseren Special Guest zu machen. Wenn du irgendwas darüber weißt, bitte erzähl's mir. Wir suchen schon und suchen schon. Okay, also wenn ich so ein Ding habe, komme ich anscheinend ins Monotoli-Haus. Weil ich dann halt special bin. Oh, was ist denn für ein Spritty, ey? Oh Mann, ich weiß gar nichts, Mann. Okay, ja. Stimmt, denn der wurde so verarscht. So Leute, ich habe mir erzählt, ich gehe jetzt erstmal die Kontaktlinsen abgeben. Ach, warte mal, hat die nicht Paula? Ich hab die außerdem Pauline genannt, sorry. Hat die nicht Paula, die scheiß Kontaktlinsen? Verdammt. Okay, muss ich das später machen. Ach, ist das blöd. Da, da, ba, da. Jetzt hat die Kontaktlinsen verschleppt. Da, da, bam, bam, bam. Und ich muss jetzt in die Wüste. Doch da will ich gar nicht hin. Denn da ist es super gruselig und ich hab Angst, Mann. So, aber erstmal gehe ich dann doch nochmal. Was ist hier eigentlich? Hier ist Monotoli. Da will ich nicht hin. Ihr habt mir... Ah, hier ist so die Alte, ne? Das ist die Alte, oder? Genau. Ja, okay, genau. So, gut. Die merkt man schon mal. So, ihr habt mir erzählt, ich soll mal nochmal ganz oben in den vierten Stock gehen, weil da gibt es Maschinen für Jeff. Da gehe ich doch mal gucken. Aber eigentlich war ich doch schon überall. So, hier ist halt irgendwo einer, der... Warte, auf der Karte in der Bäckerei. Also hier irgendwo ist wohl so ein Typ, der halt Kontaktlinsen sucht. Dam, badam, bam, badam. Vielleicht kann ich ihn ja schon ansprechen. So. Oder bist du die Alte hier? Mann, ich bin so beschäftigt. Ah ne, ist ja gar keine Bäckerei. Ja, ist ja alles nur Verarsche, Mann. Bam, badam, badam. Ich hab gesagt, im vierten Stock irgendwo kann man noch schön ein bisschen einkaufen. Und da guck ich gleich mal nach. Bei Sports vielleicht? Ist das. Sind das Maschinen? Hallo, es ist Sommer! Oder ist das irgendwo in ihr Heimladen? So. Achso, oh, ist immer noch paralysiert, ey. Ich muss nur noch ins Krankenhaus. So. Bam, 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 bam. Vielleicht bei den Spielsachen. Habe ich irgendwas verpasst? Ich hole mir vielleicht nochmal einen Teddy. So, ne, Coin of Slumber. Teddybär. Okay. Den nehme ich. So, okay. Wo ist hier noch irgendwas, der uns hier was verkaufen soll? Ist hier jetzt irgendwie da drinne? Nö. Ach, warte mal, in dem Lager war da nicht so ein Typ? Irgendwo in dem Lager war doch irgend so ein Spinner und der hat doch... Was bist du für einer? Ich will ein bisschen Geld sparen. Okay, nee, der verkauft uns ohne Sch... Komischerweise. Verkauft jetzt nix. Du? Ach, warte mal, Tools. Doch klar, Tool, das klingt doch so. Das klingt doch danach. Hallo! So, Deluxe Frypan. Hier Insektenspray. Ach, hier sind diese Scheißdinger, die ja nicht nützen. Gold Bracelet. Ach nee, das haben wir ja hier alles schon uns hier geholt. Was für ein Verlierer, ey, du bist doch voll die Witch. So. Hier sind keine Maschinen, die mir verkauft werden, Leute. Was erzählt ihr mir denn da schon wieder für komische Sachen? So, ist egal. Wo ist denn der Typ, der hier so eine komische andere Sache verkauft? Aber so was Tolles hat er auch nicht gehabt. Ach ja, lalala. So, da muss ich erstmal noch ein Krankenhaus aufsuchen. Und danach noch ein Hotel. Ich glaube, das Krankenhaus kann mich, glaube ich, nur heilen, oder? So, dann gehe ich noch mal hier gucken. So. Hier ist der Typ. So, hast du noch irgendwas Geiles? Ey, nicht erzählen, Mann. Was willst du haben, Mann? Bombe. Hyperbeam. Okay, das ist ja bloß die Knarre. Ah, ich glaube, ich nehme mal ein paar noch eine Big Bottle Rocket mit. Jeff, kannst du da was tragen? Ja, und er hat noch eine kaputte Maschine, hat er noch, ey. Noch mehr? Okay, was denn?
Nimm mir mal noch eine Superbombe, Bombe. Gib mal einfach her. Oh yeah. So. So, dann will ich jetzt noch was verkaufen. Ups. Verdammt. Warte, ich will noch was verkaufen. Das ist nicht so laut, Mann. Was willst du? Ich habe ja hier wieder alten Kram. Hier den Coin of Slumber bräuchte ich mehr. Danke, Mann. So. Ist noch was anderes? Ja. Was denn? Verkaufen. Immer noch. Jetzt spiel ich mal Händler hier. So. Was hat er denn hier noch? Hier den Great Charm bräuchte ich ohne mehr. Okay, 200, aber nicht mehr. Schön mit dir Geschäfte zu machen. Cool, Mann. So. Tschüss. So, ich mache ein bisschen länger noch, weil ich mich jetzt noch schön ein bisschen heile und so. Und dann klappt das, dann wird das schon cool. So. Oder was ist denn mit der? Willst du Tickets kaufen fürs Theater? Achso, nee. Und die andere ist ja, hier willst du irgendwas zurückgeben oder was? Willst du irgendwas zurückgeben? Ja. Okay, was denn? Was willst du return? Nee, nüscht. Okay, das ist gut. Naja, wir haben wieder unseren Teddy. Aber so fällt der auch nicht mehr aus. Ich glaube, der Teddy ist jetzt inzwischen auch schon zu schwach für die ganzen Gegner. So. Also, schnell zum Hospital. Und dann nochmal ins Hotel. Vielleicht repariert Jeff denn sogar die kaputte Maschine. Da sind die Kuh ein bisschen gestiegen. Oder bei den Level-Ups? Weiß ich gar nicht. Nee, ich glaube nicht. So. Macht das Wesen gleich die Alte hier? Hallo! Nee, okay. Die ist echt bloß dafür da, um zu heilen. So, der heilt ja nur Paralyse. So, hier. Sie sind doch der Typ hier mit den Statuseffekten. Na, Mann! So, wer ist denn krank? Jeff. Ich kann nur eine Krankheit heilen. Was denn bitte? Wer heilt mich denn jetzt hier von meiner Krankheit? Paralyse, wie kriegt denn das jetzt weg? Oder reicht da einfach eine Hotelübernachtung? So. Na! Soll ich dir was heilen? Ja, mach mal. So, was willst du denn? Restore Feelings, wa? So, ja, okay. Wer braucht das denn, Jeff? Ha! Okay, cool. Cool, cool, cool. Schon bist du geheilt. Tschüss, Mann. Danke, sie komischer blauhaariger Fatzke. Fatzke. Auch ein Wort, was du nicht mehr so oft hört. Das ist ein wild gewordenes Taxi, aber ich muss ja eh nach unten zum Hotel. In Richtung Wüste, meine Güte, ey. Da geht's bestimmt wieder richtig ab. Okay, also Moonzeit war oberkrass. Wir wurden da voll mit einer Illusion bestraft. Komm, geh mit einem Schlag kaputt. Kaputt? Natürlich nicht, natürlich nicht. Ey, wenn der jetzt mit einem Schlag kaputt geht, ne? Oder ein Taxi? Oh, oh. Boings, doop, 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 boings. So, das verrückte Taxi ist total kaputt. Yeah. Cool. So, jetzt noch eine schöne Nacht im Hotel. Jeff, Mann, reparieren bitte den ganzen Kram. Das wäre super nice. Super nice. So, willkommen. Eine Nacht kostet sie 150. Wollen Sie? Na gut. Wir wünschen wohl zu ruhen. Yeah! Jeff hat die kaputte Maschine repariert. Und sie ist repariert zu einem Counter-Psi. Zu einer Counter-Psi-Einheit. Geil! Kann ich damit etwa was blocken vom Gegner? Sollen wir mal gucken. Counter-Psi-Unit. Item für Jeff. Okay, contains. Contain. Was heißt denn Contain? Heißt das wirklich jetzt blockieren? Nee, würde ja Block heißen, aber irgendwie. Oder verschließt oder so die gegnerischen Psi-Attacken während eines Kampfes. Geil. Ich glaube mal schon, dass es sowas ist wie, ja, wie in Rollenspielen üblich, so. Na, wie war denn da der olle Begriff für? So blind machen oder so. Irgendwie, dass man keine Magie mehr benutzen kann. Und sowas hat Jeff jetzt bekommen. Jeff ist irgendwie cool mit seinen ganzen Goodies. Da, da, da. Aber okay, Leute. Das war's. Tschüss, Mann, du alte Hexe! Man kann nicht mal Tschüss sagen. Schon kommt die extra kranke Lady und basht uns eine rein, ey. Zum Teddybär. Aber es hat nicht geklappt. So, tschüss. Oh, Mann. Okay, dann bleibe ich jetzt einfach an Ort und Stelle stehen und sage, Leute, vielen Dank wieder fürs Zuschauen und bis zum nächsten Part von Earthbound. Ciao!